Nachdem ich noch einige Verbesserungen an meinem Ender Pro gedruckt habe und auch die Systemplatine gegen eine leisere Version mit TMC 2208 Treibern ausgetauscht habe, hat mir dann der 3D-Druck wieder so richtig Spaß gemacht. Aus Zeiten, bei denen ich noch nicht so vorsichtig und achtsam war, haben sich einige Filamentspulen angesammelt, die beim Druck ab und an Probleme machen und bei denen sich das Filament ineinander verklemmt. Nun gibt es in den Foren und 3D-Gruppen genügend Ratschläge und Hilfestellungen dazu, wie man diese Filamentknoten am besten vermeidet. Wenn das Kind aber dann in den Brunnen gefallen ist, sieht es mit den Ratschlägen dazu auch nicht immer so gut aus. Ich habe mich nun nach einer mehr oder weniger technischen Lösung umgesehen und bin auf den Filament-Detangler bei Thingiverse gestoßen. Das Prinzip ist einleuchtend und so habe ich es mir ausgedruckt. Die Slicer-Einstellungen wichen etwas von meinem Normalstandard ab. So habe ich zum Beispiel ein Infill von 50% eingestellt und auch den Support eingeschaltet. Beim Druck ist dann wohl ein kleiner Fehler passiert. Ein Teil des Supports wurde nicht gedruckt und hat so ein wenig den guten Druck und den guten Eindruck beschädigt. Aber alles ist im Rahmen. Die 5 gedruckten Teile wurden dann vom Support befreit und waren dann fertig zu Ein- und Anbau. Und dafür brauche ich nur 3 M3-Schrauben, 12 mm lang und einmal eine M3-Schraube, 20 mm lang. Und dazu natürlich die entsprechenden Muttern. Bei der Führungsrolle werde ich wohl später bei Bedarf noch eine Kugellagerrolle einbauen. Ich baue nun die Teile auf den schon vorhandenen Filamenthalter auf, stecke dann noch eine Filamentspule ein und führe das Filament, wie angezeigt, zum Bowden-Extruder. Und das war es ja auch schon. Ich habe eine fast ganze Spule verdruckt, die vorher Probleme gemacht hatte. Aber alles verlief reibungslos und auch ohne die sogenannten Verwirrungen. Und das sollte nun in Zukunft also besser gehen. Aber trotzdem werde ich noch mehr Vorsicht walten lassen, damit so ein Kuddelmuddel, wie wir Saarländer sagen, nicht noch einmal entstehen kann. Die im Video gedruckten Teile, die sind für den Aufbau einer CNC-Zeichenmaschine, die ich demnächst in einem weiteren Video vorstellen will. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss und Salü aus dem Saarland.